Sebastian, jetzt heute das 0:1 gegen den Tabellenführer. Zu Hause noch keinen Punkt abgegeben. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, so direkt nach dem Spiel ist ein bisschen schwierig. Ich denke mal, die erste Halbzeit haben wir ein bisschen an den Zweikämpfen ein bisschen was schleifen lassen. Und ich denke, jetzt in der zweiten Halbzeit gerade waren wir gut drin. Aber ich denke, am Ende ja, haben wir einfach keine zwingende Aktion nach vorne gehabt, wo dann ja, dementsprechend der Torerfolg dann hätte folgen können. Und Braunschweig ja, hatte jetzt, glaube ich, auch nicht so viele Torchancen. Aber ja, wie es so ist, halt fährt ein Freistoß ein und dann verliert man das Spiel hier. Ja. Was nehmt ihr jetzt konkret mit fürs Spiel gegen Bochum? Ja, die Defensive stärker. Also, dass wir weiter so arbeiten, das müssen wir so weitermachen. Nur wir müssen daran arbeiten, das Umschaltverhalten nach vorne dann wieder besser hinzukriegen. Ich denke, gegen Bielefeld haben wir super Chancen rausgespielt. Wenn wir so ein Gleichgewicht da hinkriegen, dann glaube ich, wird es besser, die nächsten Spiele. Und gegen Bochum, denke ich, die sind auch nicht so stabil wie jetzt Braunschweig. Da ist einiges möglich. Alles klar, Dankeschön. It's about to be legendary.